Piss me off! Bam! Gut, das kennen wir schon. Dann nennen wir uns mal auf das Number One Contender Match. Bereit mal Hobbs gegen Hard Corley, als wäre der Number One Contender. Hatten wir erstmal noch Steve Austin im Rückmatch eigentlich. Gibt's da nicht sowas wie eine Rückmatch-Klausel? Wir werden das Match einfach mal bestreiten. Ein Singles Match! Sorry for this first line. Und los geht er. Komm her, Corley. So, wir sind bei Raw, wie gesagt. Ist eigentlich mit Countout? Würde ich gerne ein bisschen rumlaufen. Zählt nicht, ne? So. Ich glaube, hier haben wir so gut wie noch nie gerestelt, ne? Und ich wollte eigentlich mal auf die Smackdown-Faust drauf. Kann ich ja danach mal machen. Anyway. Hoho, direkt in den Belly to Belly. So, dann machen wir jetzt mal. Brain Sleeper. So, dann. Nee, hast du noch. Oh, der Crucifix Pin. Das wird ihm aber auch nichts bringen. So, mal gucken, ob ich ihn mit dem F5 rausgeschmissen kriege. Nicht ganz! Vielleicht beim nächsten Mal. So, da kommt der Fist Drop. Beim nächsten Mal mache ich einfach den hier. Passiert doch scheiße nicht mehr wie bei Steve Austin und Brock Lesnar. Oh oh. Oh oh. Can't stop it anyway. Ach, hier geht's leider nicht weiter. Ich könnte ja eine Walkthrough Walls Cheater machen, also dass ich durch Wände gehen kann und so. Ist eigentlich ganz lustig, habe ich gestern mit meinem kleinen Bruder mal gemacht. In Here Comes the Pain. Und mit unendlich Waffen und so einem Scheiß. Und im Hell in the Cell mit ganz vielen Tischen rumhantiert und sowas alles. Ist eigentlich ganz lustig. Da könnte man eigentlich auch mal ein Special zu machen. Let's build a house in SmackDown Here Comes the Pain with tables. Oder so. So, leider sehe ich, hier kommt noch was. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt ist es doof. Bam! Ne? Can't stop it anyway. Nein, der Pump Handle Slam! Nein! Oh, da waren wir etwas in der Luft stecken geblieben. Anyway. Und dann haben wir gekonnt. Die dritte gekonnt. Endlich. Schneller! Fuck, aber. Das leider auch nichts immer. Mensch, jetzt reicht doch mal. Jetzt kommt schon wieder der Pump Handle into Front Power Slam. So, jetzt gehen wir zurück in den Ring. Ja. Für jetzt nochmal. Oh, da kommt der Shining Wizard! Ich habe auch lange nicht mehr den anderen Shining Wizard gezeigt. Kann das sein? Kann das sein? Oh oh, oh oh! I can smell it! I can smell it! That hardcore he had farted. So, und der Shining Wizard! Und machen wir jetzt den Last Ride. Und that is it. Vorbei. Wir sind Number One Contender und die Matrix Cam natürlich auch wieder mit am Start. Vergesst jedes Mal. Jedes verfickte Mal. So, der Pin. 1, 2 und 3. Es geht doch. Number One Contender, ja! Contender, ja! So, wie ist denn die aktuelle Roster-Situation? Wir sind jetzt immer noch im Januar.
Was sind eigentlich mit seinen Intercontinental Championship? Der war doch vorher auch noch Intercontinental Champion. Ist die jetzt einfach weg, oder was? Es scheint so. Es scheint so. Yes, no! So, dann kann ich das endlich mal ausprobieren mit der Fist. Ich war da noch nie drauf. Worum geht's jetzt? Na? Lädt noch. Oh, da sind die beiden wieder. Ich warne dich, Vince! Mach mir nicht sauer, so wie du es in den letzten 2 Monaten gemacht hast. Sorry, im Rennen rein. BAM! Die nicht sauer machen, hä? Wie wär's damit? Oh mein Gott! Was ein Schlag aus dem Hinterhalt bei Mr. McMahon. Das war ein gewaltiger Schlag. Was ein Impact! Ric Flair ist ausgenockt. Ich übersetze natürlich wieder frei. Frei. Gehen wir für unseren wöchentlichen Jog. Oder wie joggen wir? Wie jede Woche hier. Come on. Schon wieder der fucking Attacker. Nee, das mache ich keinen Bock. Stopp. Hier wird's nur erwähnen. Let's go away. Und jetzt geht los. 2. Woche im Januar 2003. Vor 10 Jahren war der ganze Scheiß. Du glaubst es nicht. Ab geht jetzt zu SmackDown Arena. SmackDown Fist. Wie kommt man denn da hoch? Ich weiß es nicht. Muss ich hier lang? Wie komme ich denn da hoch? Geht das bloß in bestimmten Matches oder wie? Ich weiß es nicht. Kann ich hier hoch? Guck mal eben nach, bis gleich, Leute. So, Freunde, ich habe mir das angeguckt. Und zwar muss ich ganz links nach oben und Dreieck drücken, also laufen. Wenn ich das hinkriege, Moment. Der gute Elsner muss mich erstmal hier in Ruhe lassen. Na, schaffst du es noch? Schaffst du es noch? You won't believe it. Na, na. So, geht doch. So, dann werde ich das jetzt probieren. Der letzte, beim ganz am Ende. Jawohl! Mal gucken, ob er mir hinterherkommt. Wahrscheinlich schafft das nicht. Ich kann ja ein bisschen tauten. Ach, schön. Ich kann ja mal runterspringen mit die 450! Fuck! Das gebounce immer, ne? So, ich will da nochmal rauf. Ich will da nochmal rauf. Den soll mir jetzt wenigstens folgen, das wäre gar nichts. Oh mein Gott. Geht doch. Guck jetzt hier. Ist ja doof. Man kann auch gar nicht anders runter, ne? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Doch, er kommt mit drauf! Glaubet nicht! Nein, was mach ich? Oh, ich hab bewusst gesprungen. Wunderbar! Da kommt die Corkscrew Moon, da kommt der Corkscrew Moonsault! Da kommt die Corkscrew Moonsault auch mit. Nochmal! 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 Ich will irgendwie was zeigen darauf. Ich will ihn da runterschmeißen. Ich will ihn da runterschmeißen. Ich will ihn da verdammt nochmal runterschmeißen. Er muss das mal schaffen. Na, schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Na, scheint nicht, was? Na, schaffst du. Ey, das kann nicht wahr sein. Machen wir Shooting Star Press. Und wir treffen ihn! Ich glaube nicht! So, ich gehe jetzt wieder zurück, das ist gebrochen. Ich schaffe das ja nicht.
Gut zu wissen, eine neue Erfahrung gesammelt. Im Spiel SmackDown Shut Your Mouth. Okay. Oh, da kommt er angerollt. Bam, 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 bam. So, oh, oh, oh. No, no. Leg dich. Zack. Immer schön hintergesetzt. Oh, dann machen wir so. Bam, Non-Neckbreaker. Warum? Auch nicht. Ja, dann kommt der Moonsault noch hinterher. Der Ghost-Room Moonsault, um genau zu sein. Und dann machen wir Russian Leg Sweep. Bam. Diamond Cutter! Hast du bald. So! Ich muss sagen, Last Ride Powerbomb! Bis dann gesagt. Und. Bam! Und. It's over! It's fucking over! Yes! It's over! As I said. Okay. Brock ist hier! Er hat einen Stare-Down mit Jeffrey. Wer gerade das First und wer gerade den Number One Contender, wer gerade das Number One Contender Match gewonnen hat. Ich kann nicht zuschauen. Das würde ich nichts machen. Attack him! Kaputt! Hoho! Was eine Deklaration, also was eine Ansage für eine Herausforderung. Er hat ihn einfach ausgenockt. Nun, man sagt, das Bär gibt Courage, Ermutigung zu einem Feigling. Was ist denn das Bär? Keine Ahnung. Hör ich mich nicht schlau an, JR? Keine Ahnung. Ihr versteht den Gist. Also den Haupt. Sinn, würde ich sagen. Ist aber Raw. So, ist er hier, der Continental Champion? Nee. Guck mal, für ein schlechter Render hier ist von Triple H, von den Haaren. Da sieht man noch voll den Bluescreen. Naja, so ist das, ne? Hardcore Champion Big Show. Triple H SMS bekommen? Nein, mein Handy ist voll aufgeladen. Natürlich auch schön. Gegen Chuck! Chuck Palumbo! Yo! Flair ist heute nicht hier! Aufgrund der Attacke von Mr. McMahon. Ich habe gehört, er ist zu Hause und er holt sich und ich hoffe, er ist okay. Just Chuck, was hat er zu sagen? Jeffrey, du brauchst nicht rauszukommen, aber hör mir zu. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg von dem sogenannten Number One Contender Match. Ich meine, ich gratuliere zum Sieg, aber es ist nicht einfach. Du musst immer noch musst mich immer noch antreffen im Ring. Was bedeutet, wer auch immer gewinnt, wird dann zum Title Match gehen bei Pay-Per-View. Was ist das denn für eine Logik? Was passiert hier? Weißt du überhaupt, wovon er redet? Ich weiß es nicht, aber er wird schon etwas tun. Jeffrey wurde gerade herausgefordert zu einem unerwarteten Gegner vor dem Pay-Per-View. Hui. Ach ja, Übersetzung. Übersetzung. Also wenn jetzt da nochmal an der Taker steht, dann weiß ich auch nicht, was man soll. Ey. Kann nicht wahr sein, ne? Was willst du? Lass mich gleich schlagen. Kann immer gleich scheiß sein. Das ist doch unmöglich. Oh! Du hast mir letzte Woche kein bisschen Respekt gezeigt. Eigentlich gehst du mir total auf die Nerven.
diese Attacke war unfair und feiglingshaft. Was? Wir haben ihn auch angegriffen. Es war deine Entscheidung. Du musst mit den Konsequenzen leben. Er hat letzte Woche bezahlt. Er wird heute Abend bezahlen. Und er wird weiter bezahlen. Ich bin gekommen, um die Resultate auf meiner handlichen Arbeit zu beobachten. Ich bin hergekommen, um den Tod zu sehen. Jeffrey Petersons Tod. Ist das okay für dich? Match gegen ihn.